recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge PC Building Simulator, unserem kleinen Computerladen. Ja, wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Hier müssen wir noch den PC soweit fit machen, dass hier Sailway, The Sailing Simulator läuft auf einem Minimum-Spec. So, was haben wir noch hier? Hier haben wir beim letzten Mal aufgehört. Da müssen wir noch die, das Netzteil dementsprechend auswechseln und auch die CPU. Das machen wir auch dann gleich soweit. Haben wir alles bestellt und hier müssen wir 5 GB auf Speicher aufrüsten. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier in unserem kleinen, aber feinen Büro. Es gab auch ein Update. Es ist auch die Möglichkeit, jetzt mehrere Grafikkarten zu platzieren. Ihr seht schon, wir haben hier mehrere PCI-Slots, die jetzt hier mit dabei sind, mehrere Grafikkarten. Können wir jetzt dort platzieren und ein paar andere Features. Was wir jetzt erstmal machen hier, ist den Prozessor einbauen. So, wir brauchen erstmal hier so ein bisschen, wo haben wir den? Der ist nämlich da. Und zwar da. Den sollen wir nämlich ersetzen. Den packen wir jetzt da drauf. Erstmal aufklappen, ne? Müssen erstmal ein bisschen ranzoomen. So, dann gehen wir mal hoch hier. Da kann man auch richtig schön drauf packen. So, nicht vergessen, Wärmeleitpaste. Ganz, ganz wichtig. So, da kommt der Lüfter drauf. Zack. So, dann brauchen wir die Kabel hier. Die verbinden wir auch da. So, dann suchen wir ein bisschen raus. Und jetzt müssen wir die PSU hier noch einbauen. So, gucken wir mal. Install. Dann nehmen wir jetzt die Power Supply. Da ist das Ersatzteil. Reinbauen. Das haben wir auch soweit fertig. Müssen wir noch irgendwas installieren. Parts. Ach ja, hier das. Die Halterung noch drauf. Zuschrauben. So, dann haben wir es auch gleich fertig hier. Dann müssen wir gleich einmal booten. Beziehungsweise jetzt, glaube ich, erstmal die ganze Verkabelung wieder machen. Kabel. Zack, hier alles mit den Teilen wieder verbinden. Die ganzen Laufwerke, Festplatten und so weiter und so fort. Ja, muss auch natürlich auch richtig zielen. Und macht das dann soweit mal fertig hier. So, da haben wir das Powerteil. So, da haben wir auch noch was zu verbinden. Ich glaube, jetzt müssen wir alles soweit verbunden haben. Genau, das passt. Dann können wir jetzt auch hier das Case wieder draufschrauben, also die Abdeckung. So, das läuft schon mittlerweile flott, flott. Ja. So, einmal hier die Tastatur und die Maus wieder anschließen. So, Strom drauf. Und dann haben wir es hier soweit fertig. Einmal booten lassen, glaube ich, nur, ne? Ja. Und das war's auch schon. Dann fahren wir wieder runter. Zack, den können wir wegpacken. Und dann können wir auch schon direkt das nächste Gerät holen. Den können wir fertig machen. So, dann stellen wir den mal hier hin. Hier müssen wir nämlich dann, da können wir eigentlich schon mal anschließen und 3D-Mark laufen lassen, weil das müssen wir ja testen. So, Kabel. Beziehungsweise wir können ja Will Run It schon mal installieren und dann mal gucken, was wir für Teile brauchen. USB-Stick, wo ist er? Da ist er. Blub drin. Und dann starten wir den ganzen Kram mal hier. Nein! Oh, jetzt geht's schon wieder los. Verdammt! Nein! Ich habe schon wieder die Kabel gezogen. Mann! Ich weiß gar nicht, welcher Folge das war. Ich glaube, in der dritten oder so. Da habe ich das ja auch immer wieder die falsche Taste gedrückt. Jetzt brauchen wir einen USB-Stick. So, den kommt dann nochmal rein. Jetzt starten wir das Gerät nochmal. Da oben Exit drücken. Und jetzt können wir hier das Programm starten. We'll run it. So. Dann startet gleich wieder neu hier. Beziehungsweise wir können ja mal direkt hier 3D-Mark noch mit installieren, weil das brauchen wir auch später. Joa. Jetzt können wir noch starten. Jetzt müssen wir gleich die beiden Programme drauf haben. Jo.
wollten wir jetzt nochmal spielen? Verdammt, ich hab's vergessen. Ein Minimum-Spec. The Sailing Simulator. Okay. Sailing Simulator. Das Recommend. Er braucht Minimum-Spec. Er braucht eine neue Grafikkarte. Eine GTX 1050 Ti. Okay. GTX 1050 Ti. Dann können wir das schon mal da runterfahren. Wie viel Geld kriegen wir für den Auftrag? Okay. Gehen wir mal in den Shop hier rein. Grafikkarte. Grafikkarte. GTX 1050 Ti Gaming. Ist das die? Ja, wir können auch die reinbauen, ne? 4G. Ja, nehmen wir die. Das können wir bestellen. Exit. Haben wir sonst noch irgendwas zu bestellen? Nö, ne? So. Ja gut, da müssen wir abwarten. Den einen können wir nämlich schon mal fertig machen, den Auftrag. Ich glaube, das war der hier. Jo. Der ist fertig. Da kriegen wir auch wieder was. Na, da kriegen wir ein bisschen Nachrichten. Was haben wir da? Der bedankt sich nochmal. Okay. So, was haben wir hier? Oh, jetzt kommen die ganzen E-Mails wieder rein hier. Filmindustrie. Virus. Ja, cool, das kriegen wir hin. So, bei dem anderen hier müssen wir die 400 GB Festplatte einbauen. Wo sind denn die Racks? Ach, die sind hier vorne. So, schrauben wir den mal auseinander. Dann schrauben wir es doch mal auf der anderen Seite auf. Sicher ist sicher. Die Verkabelung ist hier. Eins. Das sind 120 GB. Ach, für so ein Upgrade. Wieso habe ich den. Oh, wieso habe ich jetzt die abgemacht? Das ist auch wieder dumm. Ja. So. Memory. Nein, Motherboard Storage. 500 GB. Jetzt geht's wieder nicht. Nein. Dann können wir erstmal wieder verbinden hier. So. Kriegen wir das jetzt hier irgendwie hin? Ach, die muss da rein. Ah, jetzt die. Ja, ist richtig. Zu. Und dann hier drin. Nein. So, wie kriege ich das jetzt wieder rein hier? Kabel. So, was. So, jetzt muss das natürlich wieder hier alles zu. Wie kriege ich das Case jetzt wieder rein hier? Ist auch wieder geil. Ich muss einmal raus, dann wieder rein. Da klappe ich es wieder. Da war es doch gerade. Oh. Ich will es ja nicht raus. Ich will es ja. Hallo, geh wieder rein. Kann ich dich hier irgendwie wieder rein? Oh nö, oder? Ich habe gerade, glaube ich, total hier. Blackout. Hallo? Guten Tag. Ich will dich doch einfach nur reinschieben. Hier rein. Ach so, oh, ja. Ja, Technik, die begeistert, ne? Da muss man einfach mal aufpassen. So, dann machen wir das wieder fest. Einmal festschrauben hier. So. Einmal umdrehen, installieren, auch die andere Seite festmachen. Und dann haben wir es gleich auch schon fertig. So ein kleiner Bug. Hier packt noch ein bisschen Kabel raus. So, dann packen wir das auch mal da rein. So, Bildschirmkabel hier. So, dann schalten wir es mal an. Duck.
So, gebootet hat er, dann können wir wieder runterfahren. Können auch den Auftrag abschließen und dann schauen wir mal, was wir noch für Teile bestellen können. So, das heißt, der ist fertig. Oh, neue Teile. Aha. Ah, auch nicht schlecht. So, was müssen wir hier machen beim Computer? Diagnose und Fix. Accept. Da müssen wir wieder suchen. So, nach dem Motto, wer sucht, der findet. So, da brauchen wir hier die Grafikkarte. Lass mal kurz in unseren Shop gehen. So, dann kaufen wir die. Bei. Und dann können wir unseren Tag hier beenden, würde ich sagen. Dann fahren wir den Rechner mal runter. Ach ne, brauchen wir gar nicht. Ich lasse ihn einfach an. So. Weiter geht's. Nächster Tag. So, die Teile sind da. War das Teil. Was haben wir hier? Hier war der Virus. Den können wir mal fix fertig machen. So, den packen wir mal hier hin. Das ist dann schnell gemacht. Einmal fix anschließen hier den ganzen Kram. Remove Virus. So, einmal. Zack. Und Strom rein. Ein bisschen Stick. Ach, der ist ja drüben dran, ne? Den brauche ich einmal. So, dann stecken wir den mal rein hier. Kann man da mehrere von kaufen? Muss ich mal gucken. Scanner, den installieren wir mal fix. Können wir das Ding hier schon mal auseinanderschrauben? So, jetzt gucken wir mal, ob der fertig ist soweit. Jo. Starten wir neu. Start Scanning, Clean Files, fertig ist er. Der geht da, das geht ja schnell mittlerweile. So, den können wir rausstellen. Zack. Nächster. Da müssen wir ein bisschen ausführlicher schauen, was wir da haben. So, hier bauen wir jetzt die Grafikkarte aus. Wir müssen erstmal die Kabel hier abmachen. Was haben wir hier noch? Was ist denn hier? So. Wir müssen erstmal alles abschrauben hier. So, das Ding ist draußen. Und dann installieren wir die neue Grafikeinheit. Was ist da jetzt anders? Hä? Wie habe ich jetzt neu gekauft? Mhm. Ach, das ist die neue. Okay. Ist doch genau die gleiche. Aber overclockt. Ach so. Ja. So. Install. Machen wir das mal drauf. Ich glaube, ich habe mich verkauft. Also es ist nicht ich mich persönlich, sondern mit der Karte habe ich mal. Oder ist das doch richtig? Mal gucken. Schauen wir uns das doch nochmal an. Da war die gleiche Karte drin, verstehe ich nicht. TE, Winefoss. Hä? Gigabit, GTX, 1050 TI, Winefoss, Overclocked, 4G. Die ist doch drin. Die ist doch da. Ach, needed. Oh. R9-280-3G. Mhm. You have, you need it. Och nö. Jetzt habe ich... Nö. Das ist doch... Jetzt habe ich es ausgeschaltet. Wie hieß das Moped jetzt noch gleich? Oh Mann. Ach ja. Wer lesen kann, ne? Ist... Klar, ein Vorteil, sage ich da immer.
R9. Wir lassen uns einfach mal an. 82 3G. So, Shop. Das müsste die sein, ne? Ja. 280 3G. Ja, die anderen Sachen können wir gleich wieder verkaufen, ist auch schön. Hier müssen wir erstmal rumdiagnostizieren. Nee. Ich würde sagen, wir packen erstmal die Kabel dran und gucken mal, ob das Ding überhaupt bootet und mal gucken, was unser BIOS sagt. Das wäre nämlich immer so der erste Test. Mal gucken, ob das Ding überhaupt angeht. Also an geht's auf jeden Fall nicht. Wir haben es vergessen. Machen wir mal auf. So. Verkabelt ist alles. Diagnose in Fix. Ja, schön. Das könnte was Längeres werden. Schrauben wir es mal ab hier. Das ist die Abdeckung. Wir können ja mal die Kabel entfernen hier. Da ist ja die PSU kaputt. Gucken wir mal gleich. Da kriege ich glaube ich auch gar keinen Power, ne? So. Okay. Power Supplies. Broken, ne? Ein 250 Watt Teil. Sheen Power King 250. Ja. So. Sonst irgendwas? Nee. Das ist doch das Diagnoseproblem, oder? Jetzt zeige ich das immer noch an. Wir bestellen erstmal das Netzteil. Das haben wir. Hier ist das andere, hier Power Supplies, Sheen 250, gibt es aber überhaupt noch? Doch, den hier. Ach, vielleicht ist das viel zu wenig, wie sollte man ein höheres bestellen hier? Machen wir den 500er. Der müsste auf jeden Fall passen. So, buy now. So, den einen können wir schon mal abschließen. Ist erledigt. Aha. Oh, eine GTX 980 Ti Gaming. Replace RAM. Haben wir noch RAM da? Mal gucken. Können wir ganz einfach testen. Install RAM. Können wir erstmal warten, würde ich sagen. So. Dann schauen wir mal. Wir lassen mal den Tag enden. So, jetzt gucken wir mal. Wir bauen jetzt erstmal hier das Netz da gleich ein. Und die Grafikkarte bei dem einen. So, das machen wir jetzt noch fertig. Ja. Das ist natürlich toll hier, der kann erstmal runterfahren. Shutdown. So.
doof, ne? Stromkabel zumindest ab. Das können wir dran lassen. So, ist natürlich doof, ne? Wenn man jetzt hier das falsche Ding drauf gebaut hat. Aber, naja. Das sollten wir auf jeden Fall auch abmachen. Und dann können wir das auch hier abmachen. Toll. Man muss manchmal echt richtig lesen, damit das Ganze hier funktioniert. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Teile hier als Ersatz. So, wir brauchen eine Grafikkarte. Da ist sie. So, dann schrauben wir es wieder drauf hier. Und dann haben wir es auch gleich schon erledigt. Ach. So, Kabel hier. Stromkabel da. So, da können wir jetzt hier 3D-Mark drüber laufen lassen. Run, run, run. So. Hier drüben müssen wir das Netzteil, glaube ich, ausbauen. Das bauen wir gleich mal ein. Power Supplies. Weil der hat ja keinen Strom gehabt. Jetzt haben wir mal ein höheres Wattteil reingepackt. Also mit mehr und mehr Leistung. So. Die Kabel müssen wir noch verbinden überall. So. Ach komm. Zieh doch mal richtig hier. Gleich mal gucken, ob er dann hochfährt. Fupp. So, stecken wir mal alles ein hier. Ich glaube, das hat geklappt, weil da steht noch Incomplete Case. So, machen wir auch noch fertig hier. So, das Ding kommt wieder drauf hier. So, da kommt noch das hier drauf. Jo, jetzt sieht echt gut aus. Mal gucken, ob der bootet. Wollen wir mal schauen? Ich denke, das wird soweit funktionieren. Jo. Er bootet auf jeden Fall. Sieht gut aus. PC ist fertig soweit. Das heißt, wir können den schon mal rausnehmen. So. Das ist unser neuer. Hier sollen wir Speicher aufrüsten. Ist ja schon fertig da hinten. Ist der auch fertig? Jo. Den können wir auch runterfahren. Nein. So rum. So, der ist auch fertig. Hier müssen wir RAM ersetzen. Da gucken wir dann mal, was wir da drin haben. Oh, 8 GB. Team Dark. Okay. Team Group 8 GB. Okay. So, schauen wir mal kurz. Team Group. Der 2,4er oder 2,66? Steht da nicht. Ach komm. Ich kann den ja ausbauen. Ist jetzt nicht so die Welt. So, gucken wir mal an, was wir dafür ein. More Info. Oh, 2,66, ja. Okay, den können wir verkaufen. 2,66. Mhm. So, da haben wir es. 8 GB. Boah, ist okay. Dann gucken wir mal, was wir noch für Aufträge bekommen hier. So, den haben wir fertig. Den haben wir auch fertig. Jetzt flattern die E-Mails wieder rein hier. Oha, da geht's wieder los. Fast Level 5 schon erreicht. Das ist okay. Wir haben nur einen Speicher. Müssen wir noch den RAM ersetzen. Diagnose und Fix, das ist auch fertig.
Festplatte ersetzen. Gut, müssen wir erst gucken, was er für eine hat. 8 GB Upgrade. Ich glaube, 4 hatten wir noch. Vielleicht hat er auch noch 4. So. Das haben wir soweit alles fertig. Dann würde ich sagen, können wir jetzt hier ja noch nichts machen eigentlich, ne? Haben wir schon mal bestellt? Ne, noch nicht. Dann bestellen wir das. So. Fahren wir den PC mal runter hier. So, hier ist alles aus. Jo. So Leute, das war es erstmal mit einer weiteren Folge PC Building Simulator. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Und ja, sage bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.